Oh mein Gott, Leute, es tut mir so, so leid, dass ich so ewig nicht mehr geschrieben habe. So eine treulose Tomate. Ich weiß von vielen Leuten, die echt regelmäßig in meinem Blog schauen, den regelmäßig lesen und bestimmt jetzt mega enttäuscht, dass ich ewig nicht mehr geschrieben habe. Und ich habe euch ja ein Update gegeben, warum. Und ich packe euch das jetzt alles in ein Video, weil ich das echt nicht schaffe, alles nachzuschreiben. Keine Ahnung, weiß nicht, wie ich das machen soll. Okay? Ich hoffe, ihr verzeiht mir und versprecht, ich werde nun regelmäßiger schreiben. Okay. Karfreitag. Erinnert ihr euch noch daran? Checken. Okay. Also ich habe nicht lange gepennt, nur 4 Stunden, weil ich mega aufgeregt war, weil mein Papa kommen wollte an diesem Tag. Deswegen, ja, Karfreitag ist hier kein Feiertag, aber die Kinder hatten schulfrei, aber meine Eltern, Gasteltern nicht. Deswegen musste ich auch arbeiten. Da dachte ich mir so, okay, geht die Zeit wenigstens rum. Dann sind wir in den Citypark, wo auch die Wasseranlage ist, haben dann 3 Stunden da verbracht. Nach der Nap von der Kleinsten. Und ja, die Zeit ging irgendwie gar nicht um. Wenn man so auf die Uhr guckt, dann so, boah, ist ja jetzt erst so und so spät. Und dann 10 Minuten später, ey, hat sich ja nichts getan. Wie gesagt, ich war mega aufgeregt. Dann waren wir zu Hause und dann gibt es immer dieses Freitagsphänomen mit meiner Mittleren, die dann zwar badet, aber das ist immer der totale Kampf. Und ich dachte mir so, ne, jeden Freitag, ne? So. Ach ja, naja, dann habe ich mich fertig gemacht, dann Tommy mich abgeholt, dann waren wir mit Melissa in der Shisha-Bar und haben dann da gewartet, also haben dann darauf gewartet, dass meine Gastmutter mir schreibt, dass mein Papa und so da sind. Aber ich habe gesagt, ich kann nicht zu Hause sitzen und warten, weil ich würde einfach nur am Fenster sitzen, auf dem Stuhl und dann so, ja, ich warte, das sind auch so, sind die das, sind die das? Ich weiß nicht, was die für ein Auto fahren, ich muss jetzt gucken und so. Ich kenne mich. Deswegen wollte ich vom Haus weg sein. Dann meine Gastmutter hat mir um 6:30 geschrieben, dass sie noch nicht da sind. Ich weiß, wie lange die jetzt noch wach bleibt und wenn ich besser zu Hause warten wollen, im kleinen Park, also gegenüber von meinem Haus. Meine ich so, okay, dann haben wir draußen im kleinen Park so ein bisschen rumgechillt und so, war eigentlich auch lustig. Aber dann kam meine Mut Gastmutter um 7:30 rüber und meinte, okay, es wird kalt, es wird dunkel, wollt ihr nicht lieber reinkommen, ihr könnt einen Film gucken, was essen, was trinken und so. Und gesagt, ja, okay, komm, ja. Danke und so, ne? Fand ich verliebt von ihr. Haben wir im Haus gewartet, haben dann Frozen geguckt, also die Eiskönigin völlig unverfroren. Ist hier total beliebt, der Film. Dann, ja, war der Film zu Ende, war immer noch keiner da. Ich dachte so, nein, was ist passiert? Und wir wollten nach dem zweiten Film anfangen, hatten ja schon mal reingetan. Dann hat es an der Tür geklopft und mein Gast war nur so, ach, da ist jemand an der Tür. Und ich war wie in so eine Bekloppte von 0 auf 100 an der Tür. Die Tür aufgerissen, dann stand da mein Bruder und ich dachte mir so, ah, der kleine rote Hummer, zurück wieder war. Weil der ist in Nevada eingepennt beim Sonnen und hat 5 Stunden ohne Sonnencreme in der Sonne von Nevada gepennt. Das schaut man dann mal so aus. Und dann stand daneben mein Papi und ich habe mich so gefreut, mein Papi wieder zu sehen und bin ihm direkt in die Arme gewiesen. Und dann hab ich ihn geknuddelt, er wollte gar nicht mehr loslassen, der Arme wusste mich halt. Und ich war so am Heulen. Wie war das? Ich fange mich an zu weinen. Ich habe mich so gefreut, euch zu sehen. Oh, mein Papi. Oh, voll schön. Und dann waren meine Tante und mein Onkel aus Holland da. Und noch 2 Kumpels von meinem Papa. Und ja, es hat mich gefreut, euch alle wiederzusehen. Dann sind wir zum Hotel gefahren. Ich habe dann da ein Zimmer klar gemacht. Ich bin auch das Wochenende mit da geblieben. Mein Papa im Zimmer. Und ganz lustig mit meinem Englisch. Die letzten Jahre, wenn wir in Amerika waren, habe ich mich auf meinen Bruder verlassen, weil der kann echt gutes Englisch, fand ich zu dem Zeitpunkt. Also der war immer besser als ich. Und dann, ja, die haben auch viel mit Tommy gesprochen und so. Der ist ja Amerikaner. Und dann habe ich richtig gehört von meinem Bruder, wenn er Englisch spricht, ja, der hat ja deutschen Akzent. Total witzig. Und dann immer, wenn ich irgendwie Tommys was der gerade übersetzen wollte, habe ich das auch auf Englisch erklärt, aber mit anderen Worten. Da meint meine Familie so, hä, das ist immer noch Englisch, Denise. Sind auch Fragen oder so, manchmal noch auf Englisch beantwortet, so, weil das einfach so mein Kopf jetzt so da ist. Muss ich mir auch manchmal voll konzentrieren, dass ich ganz Zeit Deutsch rede. Also auf jeden Fall habe ich da gesehen, dass mein Englisch echt so, sich krass verbessert hat. Da war ich mega happy drüber zu sehen, dass es das so gut geworden ist. Dann waren wir noch in der Bar, haben wir noch 2 Bier getrunken. Ich habe gesagt, ich fahre zurück, damit die halt alle was trinken können und so. Bisschen entspannt, weil die echt eine lange Fahrt hinter sich hatten. Ich glaube, die waren fast 12 Stunden unterwegs. Ja. Ach toll, jetzt blieb meine Wäsche.
Ja, auf jeden Fall. Genau, dann sind wir zurück zum Hotel. Dann habe ich dann im Zimmer gequatscht mit Papa und Benny. Und das war halt wie so Urlaub in Miami oder New York. So einfach zusammen im Zimmer gesessen und gequatscht. Und so. Ich habe es genossen. Dann haben wir wieder kaum gepennt und es war Samstag. haben dann morgens mit Mama und... Hi, Mami. Mit meiner Mami und mit meinen zwei Omis geskypt. Und dann kam auch der Tommy, weil wir alle nach San Francisco wollten, Papas Kumpel und so. Mein Papa meinte, er soll nochmal eben reinkommen und Hallo sagen. Und ich mir so, nein, er kann nicht Hallo sagen vor der Kamera. Das ist so vorführen ja immer. Naja, aber Oma Gilla wollte ihn auch unbedingt sehen. Und Oma Gilla! Musste ja wieder einen Spruch raushauen, so, wo ich mir dachte, nein. Was ist so eine Oma Gilla, ne? War lustig. War jetzt nicht so mega peinlich, aber war so. Ja, fand ich lustig. Naja, auf jeden Fall sind wir dann nach San Francisco gefahren. Sind dann die ganzen Piers lang gelaufen. Total schön aus. Ich hatte echt Glück wieder mit dem Wetter. War halt nur windig. Aber sonst war nicht extrem windig. Auch nicht kalt. Etwa kühl. Es war nicht so richtig warm, aber wir hatten Sonne und normalerweise ist das echt nebliger und kälter in San Francisco. Naja, wir sind dann bis zum Pier 39 gelaufen, da haben wir dann was gegessen in der Surfbar, da kam auch Melissa dazu. Dann, tut mir leid, Silly, ich muss das erzählen, wollte Silly sich Wasser bestellen auf Englisch. Dann hat der Kellner hat dann verstanden, dass die Wodka will. Bis, ja, ich habe das erst im Nachhinein rausgekriegt und dann hat der Tommy das schnell geändert, dass sie kein Wodka will. Hat die Wodka bestellt in einem großen Glas ohne Eis. Nur die Harten kommen in den Garten, ne? Dann sind wir zum Fisherman's Wharf gelaufen. Da waren halt so zwei Musiker. Da gibt viele Musiker in San Francisco. Aber als die gerade im Moment an der Ampel standen, haben die angefangen zu spielen Stand By Me. Und das ist so ein Amerika-Familiending geworden für uns, weil wenn ich mit meinem Papa und meinem Bruder in Miami war oder in New York, haben wir das auch gehört. Und jetzt auch wieder in San Francisco, genau als wir zusammen da waren. Dann haben auch alle an der Ampel angefangen mitzusingen und so, aber total cool. Da habe ich richtig gefreut, den Song zu hören. Dann wollten wir Cable Car fahren. Die Zeit war eine Stunde und wir hatten schon so einen engen Zeitplan. Und dann kam ein Typ an und meinte, für dasselbe Geld könnt ihr auch mit einer Limo fahren. Wir sind so, was, mit einer Limo durch San Francisco? Ja, wollt ihr oder wollt ihr nicht? Und dann hat Familie gesagt, lass das machen, das ist cool, ne? Und auch nicht jeder hat gesagt, okay, dann fahren wir mit einer Limo, warum nicht, ne? Und die Leute draußen Fotos anmachen von der Limo und ich dachte mir so, ja, weil wir drin sind, wenn ihr wüsstet. Naja, da war ein bisschen geshoppt dann und dann sind wir zurück nach Brentwood. Gegen 11 waren wir in Brentwood. Waren auch in der Shisha-Bar, aber jetzt nicht so von jedem der Fall, aber weil einfach mal gezeigt haben, wo wir so eigentlich viel Zeit verbringen. Und dann haben wir Bier besorgt, haben ein bisschen im Hotel was getrunken und dann ja. War schon fast Sonntagmorgen. Dann gesagt, okay, jetzt müssen wir ein bisschen schlafen. Sonntag! Ostersonntag! Wir haben auch weniger geschlafen diesmal. Wollten dann sogar in Gatebridge fahren. Melissa kam auch mit. Tommy hatte Osteressen mit Familie. Dann wird sogar in Gatebridge gefahren. Und wow, wunderschön. Ich liebe dieses Teil, ne? Wunderschön. Unglaublich. Ich liebe Brücken, ja, ne? Das war so gigantisch und ich kann es nicht erklären. Ich hatte mein Shakira-Trikot an, wir haben voll schöne Fotos auf einem Hügel gemacht mit der Brücke im Hintergrund und danach sind wir auch auf der Brücke gelaufen. Und nicht ganz so, weil das zu weit war, wir auch hätten zurücklaufen müssen. So bis zur, eher so ein Stück halt, dass wir über dem Wasser waren, dann zurückgeworfen und wollten dann was essen gehen. Dann meinte ich, lass doch in den Mall fahren, dann können wir da ein bisschen shoppen und ja. Was essen, ne? Ja, klar, klingt gut, dass wir das machen. Sind wir zum Mall gefahren und meine Familie, ich weiß nicht, wie die das machen, die können das, dass die genau an dem einzigen Tag im Jahr hier sind, wo die Mall zu ist. Die hat auch Silvester und Neujahr auf. Aber Ostersonntag hatte die zu. Und das hat jeden überrascht. Also ich habe das auch meiner Gastmutter erzählt, auch von Tommy erzählt, die meinen so, wie, die hatte zu. Die ist nie zu. Also, ja, die war zu. Sehr witzig. Hatten alle Hunger. Sind wir zum Hometown-Buffet gefahren, das ist so ein All-You-Can-Eat-Buffet und da war für jeden halt was bei. Du kannst viel essen, wie du willst und Nachschlag holen und gibt auch Dessert. Und ja, es hat allen ganz gut gefallen.
Dann sind wir zurück nach Brentwood, haben ein bisschen was eingekauft und waren danach in der Bowlingbahn. Da kannst du ja auch Pool spielen, haben ein bisschen Pool gespielt, Bier getrunken. Und dann musste ich schon um 10 zu Hause sein. Meine Familie hat mich nach Hause gebracht und dann, ja, war ich mega K.O., ne? Dann Ostermontag. Ostermontag ist hier kein Feiertag. Also musste ich arbeiten, aber der Junge hatte schon frei. Dann habe ich eine Kakerlake getötet. Ich war ja alleine mit den Kindern morgens. Und das Haus ist nicht dreckig. Also viele sagen, ja, wenn Kakerlaken da sind, das ist dreckig. Nein, das ist hier ist das normal. Die kommen hier, die sind hier einfach krass unterwegs, die Kakerlakenviecher. Und das ist so eine saubere, schöne Kleinstadt, wirklich, ne? Aber, weil das früher mal so viele Sumpfgebiete hatte und so, keine Ahnung. Meine Gastmutter hat mir jetzt erklärt, ich dachte mir so, ekelhaft. Musste ich dieses Vieh töten. Ich habe geweint und geschrien dabei, ne? Weil ekelhaft. Dann hatten wir zu Hause halt, nachdem wir die Mittlere abgeholt haben, haben wir zu Hause halt von der Preschool, haben wir alle zu Hause Lunch gegessen und sind dann in den Citypark. Und mit Melissa verabredet waren es ein Playdate, haben die Kids halt zusammen gespielt und dann, ja, muss auf mein Zettel gucken. Genau, dann war ich zu Hause, hab dann mit Abendessen angefangen, also mit Dinner, und dann kam dann der Vater irgendwann, hab mich dann abgelöst und dann war ich halt so gesehen off. Und, ja, genau. Dann war der Tommy mit abgeholt, dann haben wir was machen können, dann meinte er, okay, fahr mal zu meiner Mom. Können wir da in der Garage ein bisschen Dart spielen und so, meinte ich, ja, okay. Dann haben wir seine Mom kennengelernt und seinen Stiefpapa und seinen kleinen Bruder. Sein kleiner Bruder, wer ist der? Ich glaube, Steffi Benny. ja, dann haben wir Dart gespielt, also ist Cricket und hi Sabrina und Christian. Und hi Schwanz, du spielst es ja auch. Ja, hab ich im Cricket gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Dass man die Zahl von 15 bis 20 und Bullseye mindestens dreimal treffen muss. Und solange der andere die nicht dreimal getroffen hat, kannst du auch noch Punkte sammeln für diese Zahl. Aber wenn ich jetzt die 15 dreimal getroffen habe und ich sammle Punkte, kann ich ja machen. Aber der andere hat auch dreimal die 15, dann geht das nicht mehr. Weil der kann auch keine Punkte sammeln. Jetzt kurz erklärt. Wenn ihr Fragen habt, fragt. Naja, auf jeden Fall, lasst mich sagen, wir haben 3 Spiele gespielt und ich habe gewonnen. 3! Alle 3 Runden. Also, das ist mein Sport hier. Mega stolz gewesen, ey. Ja, es ist nämlich viel mit Zielen gewesen und Können und Wissen, was man tut. Und nicht einfach drauf loswerfen. Okay. Wie ist das denn? Gepost. Dienstag. war ein normaler Dienstag halt, gearbeitet, dies, das, jenes. War dann auf dem Spielplatz, da ist die Vier auf der Schaukel eingepennt. So niedlich. Ich hab dann zu Hause auch eine Nap gemacht. Abends war ich dann wieder bei meiner Class. Wieder in der Schule. Und danach hat er mich abgeholt, dann war ich im Tailgaters, weil sein Eishockey-Team gespielt hat. Die sind in den Playoffs. San Jose Sharks. Auf jeden Fall Sharks. Und, ja, uns angeguckt, haben Bier getrunken. Dann kam Chantel noch vorbei und dann hat er wieder nach Hause gebracht. Ja, die Sache, ein normaler Dienstag, ne? Mittwoch. Nachricht des Tages war, meine Familie kommt schon Mittwoch zurück, nicht Donnerstag. Ein Abend mehr zusammen, hab ich mich gefreut. Ja, ich habe dann Kids zur Schule gebracht, Kids wieder abgeholt, beschäftigt. Normaler Mittwoch-Arbeitstag, ne? Bin dann abends nicht zu meiner Class gegangen, weil Family war ja hier, ne? Und Tommy hat mich dann abgeholt. Wir sind dann zum BJ's gefahren. Ich liebe das BJ's. Haben dann da Tisch frei gehalten, bis Familie kam. Und ja, BJ's ist so lecker. Da, die haben alles so da. So Burger, Pizza, Pommes. Und alles ist gut. Da, ich habe schon alles probiert. Oh, bekloppt. Und der Nachtisch, ne? Boah, das ist so ein großer Cookie, ne? So groß, ne? Groß halt. Mit so Eiskugeln drauf. Also heißer Cookie mit kalten Eiskugeln. Ich kann gar nicht erklären, das ist so geil. Boah, könnte ich nur essen. Und Silly war auch begeistert. Benny. Mm. Ja. Ja, das war's schon. Yummy, yummy, BJs. wow. Donnerstag. Ja, war wieder also ein normaler Arbeitstag, ne? Ja, überwiegend normaler Arbeitstag.
Dann bin ich abends wieder nicht zur Klasse gegangen. Tommy hat mich dann abgeholt. Wir hatten halt vereinbart, dass wir uns mit der Familie dann bei Buffalo Wild Wings diesmal treffen. Ich bin dann mit Tommy auch extra eher hingefahren, um Tisch frei zu halten. Aber das ist halt auch so eine extreme Sportsbar, wo du halt auch Wings essen kannst. Und da gibt es auch Burger und alles. Und die haben richtig scharfe Soßen, deswegen wollten wir dahin. Dann haben wir ewig lang auf den Tisch gewartet, so lange, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen jetzt, weil das macht ja keinen Sinn mehr. Also wir haben schon eine halbe Stunde gewartet, und als wir in der Familie kamen, haben wir nochmal eine halbe Stunde gewartet und die meinten, in den nächsten 20 Minuten wird das auch nichts. Dann haben wir gesagt, boah, dann gehen wir jetzt auch, ne? Das macht ja keinen Sinn. Dann haben wir alle Hunger. Dann sind wir zu In-N-Out Burger gefahren, weil wir da Karfreitag auch waren, das fanden die halt gut. War gutes Essen. Haben wir da halt was gegessen und dann haben noch ein bisschen gequatscht und dann musste ich schon wieder nach Hause. Und ich habe vergessen zu erzählen. Und dann hat er Tommy Brownies gemacht. Also für mich und ihn. Die haben wir dann über die letzten paar Tage gegessen gehabt. Boah, voll lecker, ey. Hat er gut gemacht. Freitag! Wir nähern uns dem Ende des Nachholens. Also Freitag war eigentlich wieder ein normaler Freitag. Ja. War aber sehr regnerisch an dem Tag. Boah, schlimm. Dann, normalerweise bin ich Freitag ein bisschen eher auf. Aber mein Gastdad wollte, der hat noch ein bisschen was am PCs gebastelt, deswegen musste ich länger arbeiten. Das ist ein bisschen genervt, weil meine Familie mich um 4:30 abholen. Um 4 abholen wollte, habe ich ihn schnell geschrieben, ja, komm mal lieber um 4:30. Weil die letzten Wochen war ich immer gegen 3:30 auf. Ja, diesmal länger gearbeitet. Fand ich ein bisschen blöd abgepasst, ne? Naja. Und die hat halt auch ein stressigeres Wochenende vor sich, weil sein bei meinem Gast, der die Eltern kam. Naja. Ich war das ganze Wochenende weg. Na, da hat meine Familie mich schon kurz nach 4:30 abgeholt. Ich habe mich schnell fertig gemacht und dann habe ich meinen Bruder schon klopfen gehört. Dann sind wir diesmal in die Concord Mall gefahren, die auch auf hatte. Haben dann geshoppt, was gegessen. Tommy kam dann auch noch dahin. Weil wir das Auto von dem da brauchten. Erzähl ich gleich wieso. Und dann sind wir später nach Walnut Creek, das ist da in der Nähe, in eine Bar gegangen und der hat sein Auto an der Bahnstation stehen lassen. Das ist hier die Bahn. Damit, wenn wir zum Flughafen mitfahren, mit seinem Auto wieder zurück nach Brentwood können, weil die Bahn nicht bis dahin fährt. Dann haben wir auf jeden Fall in der Warner Creek ein bisschen was getrunken und sind dann, glaube ich, nach 12 Uhr noch. Ja, nach 12 Uhr sind wir dann ich weiß nicht mehr wie viel Uhr. So um 12 Uhr sind wir noch was essen gegangen und dann sind wir Richtung Flughafen gefahren. Und ja, haben dann am Flughafen. Ja, ich wollte ja unbedingt mit zum Flughafen, mich dann danach zu verabschieden, weil ich das sonst irgendwie blöd gefunden hätte. Die mussten halt so früh zum Flughafen, weil der immer ein bisschen eher da sein muss, in 3 Stunden, aber die wussten halt nicht, wo wir bis 5 Uhr morgens hingehen können. Hier ist das ja alles anders als in Deutschland mit den Bars und so. Viele Bars dürfen nach 1.15 Uhr keinen Alkohol mehr ausschenken. Blödsinn, ne? Und dann haben wir einfach mit am Flughafen gewartet, weil wir dachten, am Flughafen kannst du halt essen, was trinken, McDonalds-mäßig. Nö, nicht hier. Alles erst hinter dem Security Point. Also saßen wir einfach nur auf Stühlen, ohne Kaffee, ohne irgendwas. Ja. Haben dann auch gepennt, so ein bisschen, mal eine Stunde, haben Quatsch, habe mit Benny Flummi gespielt, habe mein Flummi verloren. Und haben dann einfach, ja, die Zeit da verbracht, einfach die letzten Stunden genossen. Samstag. In den Samstag hinein, bis morgens um 6. Ich habe dann auch noch ein bisschen gepennt. Also da am Flughafen, so was ich mich eingenickt und so. Und die haben schon mal ihre Koffer dann weggebracht, indem ich bin dann auch wach geworden, habe ich mir einen Kakao geholt, weil die haben einen Starbucks gefunden. Das habe auch erst dann irgendwann morgens aufgemacht. Habe dann Kakao getrunken und ja. Über Schritt Zeit. Ich habe gesagt, die sollen auch reingehen, weil waren ja alle müde und die hinter dem Security Point konnten ja wenigstens noch was essen und was trinken, ne? Nachdem wir da durch die Security durch sind. Ja, dann haben wir uns verabschiedet. War schon traurig. Aber man ist nicht aus der Welt. Das sind ja nur 12 Stunden Flug. Das ist nichts. 5 Minuten.
habe ich immer gesagt, wenn wir haben irgendwas ist weit weg, mal so, ja, 5 Minuten. Dann muss ich mal gucken, ob mein Baby okay ist. Okay. Ja, dann sind Tommy und ich dann mit der Bart halt zurückgefahren bis zu nach Walnut Creek, wo sein Auto stand. Wir sind dann mit dem Auto zurück nach Brantford, wo wir beide wohnen. Und dann haben wir erstmal Schlafen nachgeholt. Ich habe die Woche eh kaum gepennt. Das Wochenende ja davor schon fast nicht gepennt. Ich habe so viel Schlaf nachgeholt, ne? Dann haben wir halt ein bisschen gechillt, einen Film geschaut. Ja, Disney-Film. Haben uns dann was zu essen geholt. Und dann haben wir wollten wir eigentlich abends raus. Aber wir waren beide zu kaputt von dem Flughafenabend, dass ich gesagt habe, okay, dann bleiben wir einfach zu Hause und gucken hier das Sharks Game bei ihm. Haben uns da dann das Sharks Game angeguckt, ich weiß gar nicht, das 5. Spiel war das, glaube ich. Haben sie verloren. Haben deutsches Bier aber dabei getrunken. Brownies gegessen. Reste vom Mittagessen habe ich gehabt. Und ja. Also war auch wieder früher ins Bett. Ich sage ja, ey, so viel Schlaf nachgeholt, ne, Gott sei Dank. Habe ich gebraucht, ja. Sonntag war dann auch mehr so ein Gammeltag. Wetter war nicht so berauschend. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, dann gehen wir einfach nachher in die Shisha-Bar. Dann waren wir noch in der Shisha-Bar, haben dann da noch ein bisschen Quatsch und so. Und dann habe ich nach Hause gebracht. Und ja, das war's. Familie ist heil in Deutschland angekommen. Denen geht's gut. Vermisse euch. Dann Montag, ja, der Alltag kommt wieder. Ne, musste wieder arbeiten. Die mittlere war sehr anstrengend. Dann hab ich das abends dem Vater gesagt und dann meinte er so, ja, es ist bei ihr, wenn jemand zu Besuch war und dann wieder fährt, also die Oma und der Opa waren ja da, dann ist sie am nächsten Tag total anstrengend. Dann meinte ich so, ja, okay, gut zu wissen jetzt, ne? Dann, ja, nachdem ich off war, hat Tommy mich abgeholt. Wir waren dann bei Five Guys essen, das ist so ein Burgerladen. Oh, Papa, tut mir leid, ich habe letztes Mal nicht dran gedacht. Da hätten wir auch essen gehen können. Das ist eigentlich echt cool. Echt und so lecker. Oh, ich will jetzt einen Five Guys Burger. Und waren dann, ja, dann hat er gefragt, was ich machen will und so. Und dann meinte ich, ja, lass doch irgendwo das Sharks Game gucken, weil das 6. Sharks Game war. Und dann hat er, ja, okay, lass in die Shisha-Bar. Waren wir in der Shisha-Bar, haben da das Spiel geguckt und so. Und dann war mein Montag. Dienstag. Also gestern. Also ich erinnere mich eigentlich noch gut dran. Gestern war das ist eine extrem warme Woche im Moment. Die Temperaturen sind die ganze Woche über 30 Grad. Ich bin so, ja, Wochenende schwimmen. Ich freue mich schon voll, in die Schwimmen zu gehen. Ja, am Wochenende sind 24 Grad. Ja, fick dich, ja. Weißt du, ich kann nicht wahr sein. So gefreut, dass es warm ist und ich das mal ausnutzen kann. Am Wochenende wird es wieder kalt. Ich klinge schon wie in Kalifornien. 20 Grad, ist kalt hier. Nein, auf jeden Fall. Richtig warm. Gestern waren wir auf dem Spielplatz und die Schaukel war so heiß zum Sitzen und so. Und mit hat die Kleine verleiht, weil ich nicht so richtig spielen konnte, außer auf dem Rasen im Schatten. Und die Vierjährige hat im Wasser getobt. Aber das Baby will nicht im Wasser spielen. Was soll ich denn machen? Dann haben wir halt immer so zufällig gerutscht, wenn keine Sonne war. Also wenn das so der Schattenteil vom Klettergerüst war, haben wir halt da gespielt und so. Ja, auf dem Rückweg, auf dem Weg vom Park zur Schule und dann haben wir da eine Schule, wir picken den Junge immer im Loop ab. Also musst du so einen Ring fahren, da kannst du die Kinder dann abholen. Wie man das halt kennt, weißt du, wo die dann ins Auto einsteigen und so, wo die dann, ja, auf jeden Fall, egal. Da haben die beide Mädchen im Auto geschlafen, die waren so müde. Ich dachte so, ach, wie süß ist das denn? In dem Auto eingeschlafen. War aber auch so warm, ne? Als zu Hause angekommen habe, das Baby dann nett gemacht, weiter Mittagsschlafen, die Ferie war dann wach. Der Junge hat seinen zweiten Zahn verloren, ich war dabei und wir haben den Zahn diesmal auch aufbewahren können für die Zahnfee. Den ersten Zahn, den er verloren hat, den hat er gar nicht gemerkt, dass der weg ist. Und jetzt hat er da seinen Zahn und konnte den der Zahnfee geben. Und, ja, ganz aufgeregt. Dann war ich gestern Abend noch in meiner Klasse mal wieder. Hab mich da mal wieder blicken lassen. Und dann nach meiner Klasse war ich wieder mit Tommy unterwegs und boah, ich mag den ja voll. Also, ja, wir sind ja auch zusammen, obwohl ich den ja nicht mögen. Wir können auch spazieren gehen, das ist total witzig. Benny macht ja dasselbe.
einfach so spazieren gehen und quatschen über Gott und die Welt. Und gestern Abend war auch so, normalerweise wird es abends immer kühler, aber das war so an dem Abend richtig schön. Das war eine richtig schöne Sommerluft. Und der meinte, ja, im Sommer ist das abends noch wärmer. Meinte ich mir, ja, toll, zu warm muss das jetzt auch nicht werden. Aber es ist eine richtig schöne Sommerluft. Und ich habe vergessen, als wir auf der Golden Gate Bridge waren am Ostersonntag, ich habe gesagt, nehmt einen Pulli mit, weil San Francisco ist immer kühler als hier in Brentwood. Und wir sind auf einer Brücke über dem Wasser. Ne? Hallo? Dann nimmt man einen Pulli mit. Aber da war zu warm für einen Pulli. Da hat ein T-Shirt gereicht. Also wie gesagt, ne? Auch wenn ihr, liebe Chaoten, Truppe, viel komische Sachen mitgemacht habt, ne? Geschlossene Murmels. Ihr hattet echt super Wetter für die Golden Gate Bridge. Das sagt jeder. Das ist echt das beste Wetter, was man erwischen kann. Top, alles gut gemacht. So. Ich weiß, das sind jetzt mega lang, ne? Fast 26, über 26 Minuten. Aber, Leute, ich habe angefangen zu schreiben. Wirklich, ich schaffe das alles nicht nachzuschreiben. Danke für die Zeit, die ihr euch genommen habt, das Video anzuschauen. Ich habe jetzt Gisela Schlüter wieder gequatscht ohne Ende, ohne Punkt und Komma. Und ihr hört mich ja nächste Woche wieder. Ja, nächste Woche, wann? Montag, Dienstag. Zwischen Montag und Dienstag gibt es wieder das Video des Monats. Das Monatsvideo. So albern. Ja, deswegen, was ich dann alles noch zu erzählen habe, seht ihr dann in dem nächsten Video. Wie gesagt, ich wollte euch danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, das anzuschauen. Das erspart mir echt viel Arbeit und Zeit. Ich weiß nicht, wo ich die Zeit noch herholen soll. Tut mir echt leid. Ich weiß, manchmal ist das viel cooler zu lesen, als die ganze Zeit meine Stimme zu hören, aber seid glücklich, was ihr kriegt. Und Dankeschön für alles. Ihr seid super. Heute ist Mittwoch. Den nächsten Eintrag gibt es dann wieder zu lesen. In regelmäßigen Abständen versprochen. Bye!